Um diese Gleichung ersten Grades in einer Unbekannten zu lösen, multiplizieren wir beide Seiten der Gleichheit mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von diesen Nennern. Dieses kleinste gemeinsame Vielfache, das ist 12. Also multiplizieren wir beidseitig mit 12. So. Diese 12 wird auf diese Summe verteilt und diese 12 wird auf diese Summe verteilt. Somit erhalten wir also 12 mal x halbe, das macht 6x, 12 mal minus 3 halbe, das macht minus 18, 12 mal x Drittel, das macht 4x und 12 mal minus 2 Drittel, das macht minus 8. Auf der rechten Seite 12 mal 2x halbe, das macht 12x, 12 mal 1 halbes, das macht 6, 12 mal 7 Zwölftel, das macht 7 und 12 mal minus 2x Zwölftel, das macht minus 2x und somit sind alle Brüche verschwunden. Jetzt setzen wir alle Terme in x auf eine Seite des Ist-Zeichens und die anderen auf die andere Seite des Ist-Zeichens, indem wir diese Rechenregeln hier beachten. Wir setzen hier alle x-Terme nach links und alle anderen nach rechts. Dieses 6x war links und bleibt links, dasselbe für 4x. 12x stand rechts vom Ist-Zeichen. Wir haben es links rüber gesetzt, dann wird das dazu minus 12x und minus 2x stand auch rechts vom Ist-Zeichen. Auch das haben wir rüber gesetzt und das wird dann links zu plus 2x. Rechts stand 6 plus 7, steht immer noch rechts. Dieses minus 18 haben wir von links nach rechts geholt. Rechts wird es zu plus 18 und für minus 8 genau dasselbe. Minus 8 wird dann rechts zu plus 8. 6x plus 4x minus 12x plus 2x, das macht 0x, 0 mal x. Und 6 plus 7 plus 18 plus 8, das macht 39. Somit ist unsere Gleichung zu dieser geworden. Was wir suchen, sind alle numerischen Werte, durch die man x ersetzen kann, so dass 0 mal x 39 ergibt. Aber 0 mal egal welche reelle Zahl, das ergibt immer 0 und niemals 39. Also hat diese Gleichung keine Lösung und somit ist die Lösungsmenge leer. Die leere Menge schreibt man so oder so, aber nicht geschweifte Klammern mit diesem Symbol dazwischen. Das ist etwas anders. Das wäre die Menge, die als einziges Element die leere Menge enthält. Wir schreiben die leere Menge korrekt, so oder so.